alle zusammen. Die Sache mit meinem Papa dauert nur eine Sekunde. Also ich halte mich ran und ihr bringt die Gäste zum Pool. Polly, ohne dich geht das Schrumpfen aber nicht. Richtig. Alle Mann, mir nach! Die Party, die ihr gleich alle zusammen erleben werdet, findet auf dem Planeten Maus statt. Ich kann nicht sehen. Ja, das mag seltsam klingen, aber glaubt mir, es ist viel sicherer und viel schicker und dunkler. Sehr dunkel. Na los, Leute. Nehmt eure Hände und macht euch bereit für die Reise in den Weltraum. Jetzt schließt eure Augen und stellt euch die galaktisch coolste Party der Welt vor. Ein wirkliches Highlight. Weltraumparty. Und klein. Hier entlang. Die Augen bleiben zu. Ihr wollt doch die Überraschung nicht verderben. Okay, macht die Augen auf. Springt rein oder schwingt euch rein oder taucht ein. Oder benutzt einfach die Treppe, aber geht bitte kontrolliert und langsam abwärts. Ja, und probiert einen Saturn-Eisbecher oder einen Milchstraßenshake. Und freut euch auf die Höhepunkte dieses Abends. Eine Modenschau. Einen Live-Auftritt. Und einen tollkühnen Sprung aus dem All. Ausgeführt von Polly. Das war doch ein Kinderspiel. Jetzt, wo alle da sind, erledige ich kurz die Sache mit Papa. Komm schnell zurück. Du weißt doch, dass mir grün nicht steht. Netter Look, Schwester. Mein Vater ist wahrscheinlich zu bescheiden, um mir das zu sagen, aber er ist einer der besten Architekten von Littleton. Polly? Ja, sein Verstand ist wirklich super. Und er hat viel im Kopf. Aber das Gemeindezentrum ist ein Projekt, das ihm am Herzen liegt. Er will einen Ort, an dem sich Familien aus der ganzen Stadt zu Hause fühlen. Ja, zu Hause, wo man eine Badekappe zum Essen trägt. Oh, das ist keine Badekappe, das ist ein Schlaffrisurenschutz. Aber da ich nicht vorhabe, während des Essens zu schlafen, werde ich...